Hallöchen, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Terraria. Hier mit mir Source Like 3506. Wer hätte es anders gedacht? Letzte Mal haben wir getötete Auge, den Wurm und die Goblin-Armee. Ich schlage vor, wir suchen den Dungeon, welcher ja nicht so wirklich links war. Oder. Nee, wir waren rechts lang gegangen, wo wir ihn dann doch nicht gefunden haben. Ich muss mal ganz kurz gucken. Ist eine Ewigkeit her, muss ich selbst gestehen. Skelettenkugeln. Das Geld lasse ich mal lieber hier. Wenn wir Le Dungeon finden, sollten. Nehme ich die lieber mit. Habe ich keinen Platz hier mit Geld? Kommt hier oben mein Geld rein. So. Ist ja auch mal sein. Und wir kloppen uns jetzt erstmal mit unserer Muramasa, welche wir selbstverständlich noch einmal im Dungeon finden können. Durch alles durch. Und ich bin natürlich selbstredend zu dumm, um flüssig hier durchlaufen zu können. Meine Hoffnung ist es, im Dungeon den Goblin, Wissenschaftler, keine Ahnung, den Goblin-Typen befreien zu können, damit wir ein paar schnieke Raketenstiefel kaufen können, mit denen wir fliegen können, wohlgemerkt. Patsch. Verdammter Schleim. Ja. Ich mag nur die Slimes aus dem anderen Blockspiel, Minecraft. Voll mit dem Minecraft Texture Pack sieht das extrem niedlich aus. Ich lade währenddessen übrigens Minecraft hoch, ne? Heute ist Montag. Und ich. Ja. Oh. Apropos. Vorbereitung mal wieder perfekt. Spontanaufnahme. Skype natürlich nicht ausgemacht. Was sage ich, Spontanaufnahme? Diese Aufnahme ist sogar momentan eher ein Muss. Also, ich will schon jetzt aufnehmen, aber sie muss auch gleichzeitig gemacht werden. Weil morgen Dienstag ist und laut Plan ist Dienstag Terraria-Tag. Nicht nur Terraria, sondern auch Dunkle Schatten, aber das nehme ich in Anschluss auf, weil ich ja nebenbei noch Minecraft hochlade. Da weiß ich nicht, wie sich da die FPS verhält. Da habe ich null Ahnung. Genau. So. Wir kloppen uns. Ich weiß nicht, was für eine, wie groß die Map ist, die ich erstellt habe hier. Na, leck mich. Holz habe ich bei. Gut. War auch ganz schön viel Müll dabei, muss ich sagen. Ach, die magischen Spiegel haben wir auch. Gut. Gut, das kann weg. Dich stelle ich erstmal dahin. Dschungelgras hat behalte ich lieber mal. Man weiß nie, wenn man einen eigenen Dschungel anpflanzen möchte. So, hier müssten wir uns eventuell hochgraben. Nicht nur eventuell, wir müssen es sogar. Weil es sonst no escape gibt von diesem Ort hier. Glück habe ich meinen Albtraumhammer, Axt, keine Ahnung. Ich kann ja mal nachschauen. Kriegsaxt der Nacht. Die übrigens noch einen guten Nahkampfwert hat. So. Wir benutzen mal traditionell den Stein. Und hier kommt der Dunkelritter. Ich hoffe, wir finden es noch vor Einbruch der Nacht. Wäre extrem nice. Schnürsenkelkappe haben wir bereits. Können wir aber trotzdem mitnehmen. Das können wir mitnehmen. Die und das Ding. So. Mehr brauchen wir nicht. Verdammt, kommen wir nicht ran. Die traditionelle Steinmethode.
Hier auch wieder. Zack. Auf Schwert zurückwechseln. Excalibur, also das wirklich das allerstärkste Schwert, hat ebenfalls den gleichen Effekt wie Muramasa. Also man kann einfach gedrückt halten und dann draufkloppen wie blöd. Finde ich extrem nett. Zudem ist dann auch noch das stärkste Schwert, das also. Es ist aber tatsächlich nicht die stärkste Waffe. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass der Dao von Pao, ein Morgenstern, mit den richtigen Bonis weitaus stärker sein kann als. Oh, war ein Wurm. Als das Excalibur. Excalibert. So. Erfolgreich zugebaut. Warum nimmst du die ganzen Ekelpilze mit? Ja, wenn wir den Wurm mal wieder machen wollen, dann brauchen wir Ekelpulver. Oh, Shuriken. Wag es nicht. Ich muss aber noch sagen, ich habe noch ein bisschen Husten. Wie man eben vielleicht bemerkt haben sollte. Ich nehme trotzdem auf. Einfach, weil ich es kann. Und mir tut ein bisschen der Hals weh. Also nicht wundern, wenn ich hin und wieder doch mal eher die Klappe halten sollte. Dann kann ich mich auch sowieso ein bisschen besser konzentrieren. Also zwei Fliegen mit einer Klappe, sozusagen. Boah, obwohl ich eben Hustensaft genommen habe. Oder so ein Spray, das meinen Hals komplett taub machen sollte. Es aber nicht tut. Aua. Alter, wie groß ist das Verderben hier? Shit be gone. Ah, ich glaube, da hinten hört's auf. Da ist eine Kiste. Wie komme ich an die Kiste ran, ohne zu sterben? So. Hier schon mal einen Schritt näher. Oh, falsche Taste. So. Ein Speer. Heiltränke. Haben wir irgendwie keinen Bedarf, oder? Huch, genau, hau ihn mit dem Stein. Hier sind normale Heiltränke. Ach, da sind die Schwachen. Verstanden. Zack, 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 zack. Zum Glück haben wir gerade eine doch noch recht hohe Def, möchte ich sagen. Zumindest können wir mit dieser Rüstung gut den nächsten paar Bosse Schwierigkeiten bereiten. Genauso wie mit dem Mini-Hai. Obwohl der alleine. Der bringt uns so gesehen eigentlich noch gar nichts. Erst wenn die Welt auf Hardcore gesetzt ist. Puh. Komisch, bei der Höhe kriege ich immensen Schaden, aber bei der da eben da. Nö. Dachte sich das Spiel nur so, kriegt da mal nur einen Schaden. Gott, bin ich jetzt endlich mal raus? Ey. So eine riesige Korruption. Verderben. Beides das gleiche. Oh nein. Ich bin schon voll. Keine optimalen Bedingungen, um in den Dungeon zu gehen. Weil man im Dungeon hat man eine extrem geringe Überlebenschance und da findet man manchmal so krasse Items, die will man gar nicht zurücklassen. Ich hoffe nur, ich komme mal langsam da an. Gibt's ja gar nicht. Naja, lass mich durch. Ich bin Arzt, lass mich durch. Danke sehr. Geld, 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 Geld. Du bist voll Geld, geil. Kann so gesehen. Ja, gut. Man definiere Geld geil halt, also. Oh fuck.
Autsch. So, man müsste dann Geldgehalt schon ein bisschen genauer dingsen. Definieren, das war das Wort. Weil. Ja, ich. Gut, wenn man das im Wesentlichen betrachtet. Wenn man das eher objektiv betrachtet. Kann man das objektiv betrachten? Geldgehalt ist doch kein Gegenstand, oder? Ja. Genau. Verwirre deine gesamten Zuschauer mit deiner seltsamen Logik. Die ist nicht seltsam, das ist meine eigene. Hm, kommt ruhig. Danke sehr. Wenn hier das Meer ist, ist es eigentlich auch nicht schlimm. Gibt's mehr für uns? Aua. Gott straft sofort. Ich geb's zu, der wird zwar schlecht. Oh, jetzt komme ich da nicht hoch. So. Mit den Raketenstiefeln oder mit der Wolke in einer Flasche würde das nicht passieren. Aber beides haben wir noch nicht. Die Wolke in einer Flasche erlaubt uns, den Doppelsprung zu vollführen. Ebenfalls extrem nützlich. Vor allem, wenn man noch keine Flügel hat. Ich habe sowieso später... What the fuck? Das ist das erste Mal, dass ich gegen diesen Boss kämpfe. Heilige Scheiße. King Slime? Ist die Chance da nicht irgendwie gering? Ich habe gerade keine Ahnung, aber die Chance ist sehr gering, dass der einfach so spawnt. Na, viel Schaden scheint er ja nicht zu machen. Alter. Da muss ich jetzt erstmal kurz. Na. Keep on distance. B. Geht doch. Alter. Keep the distance. Aua. Nur so zur Info, da ich mit der deutschen Version spiele, können wir weder das Nachschmieden verwenden beim Goblin-Typen, noch als Access, ja, so, aber, Moment, nee, was ist das denn, Ninja, ja, toll, sehr schön, genau das, was ich gerade sagen wollte, wir können keine Mode-Items benutzen, warum? Das Spiel stößt an. Deutsche Version, schön buggy. Deswegen muss ich mal schauen, wie ich das auf Englisch schon kriege. Dann geht die Party ab. Ninja-Kapuze. Hm. Alter, wie gering ist die Chance, bitte sehr, das Königsschleim. Normalerweise kann man den aus 99 Glimmer und einer Krone kann man das Summon-Item holen. Also das, um den zu beschwören, aber... Alter, wie gering ist... Ich könnte schnell nachschauen. Alter. Ich denke mal, es hat gut Slime gegeben. Also Glibber. Ich muss da mal... Nee, lass mich da hoch. So. Oh, 83 haben wir jetzt. Okay, also ein Glibber wird es uns eine lange Zeit lang nicht mangeln. Ich dachte, das wäre ein Hardcore-Boss. 2000 Leben. Na, das Ding hatte schon ordentlich was drauf. Na, jetzt beiß ich doch noch runter. Blasrohr, Flinkheitstrank. Und normale Heiltränke. So. Ja, toll. Jetzt komme ich hier wieder nicht raus. So. Jetzt aber. Meine Güte, Kingsland.
Ah, ein Goblin-Speer. Zerfetzter Stoff, damit können wir die Goblin-Flagge machen. Welche entweder die Goblin-Armee sofort beschwört. Ich weiß es gerade nicht. Oder die Chance, dass sie kommen, erhöht. Ich bin gerade ziemlich unsicher. Da ist er. Le Dungeon. Perfekt. Haben wir den doch noch gefunden. Wir können nicht hier rein. Sonst geht der da in Rage. Oder zumindest kommen dann noch andere. Und machen uns ganz schnell putt. Die ziehen 9999 ab. Und diese schönen Kerzen hier. Die möchte ich geben. Nein, warum? Warum jetzt? Diese Kerze möchte ich sehr gerne mitnehmen. Ich habe doch irgendwas weggeworfen. Verdammte Fackel. Hä? Geht doch. Warum jetzt? Warum Blutmond? Egal. Fluch. Hallo Skeletron. Skeletron ist ein ziemlich einfacher Boss. Kann so gesehen nur diese Sachen. Und das, welches immensen Schaden macht. Jedoch auch seine Abwehr reduziert. Ach, ich hau einfach. Am besten man erledigt zuallererst die Hände, weil dann greift der Kopf öfters in dieser Kreisbewegung an. Das ist extrem praktisch. Vor allem, wenn man dann noch mit dem Mini-Hai komplett drauf raged oder hier jetzt so zum Beispiel. Oder mit einem Morgenstern, welchen wir nicht besitzen. Weil wir, ja gut, wir müssten dafür sowieso in den Dungeon. Mit einem Morgenstern wäre das natürlich noch besser. Hat noch mehr Nahkampfschaden als jetzt hier Muramasa. Muramasa hat sowieso kaum Angriffsschaden. Wie man ja gesehen hat. Aua. Aber besser als nichts momentan. Daneben. So, jetzt ist nur noch der Kopf übrig. Wir können auch einfach das machen, aber viel abziehen tut der auch nicht. Der Ekeldorn. Aua. Ich stelle mich gerade ein bisschen dumm an, muss ich gerade zugeben. Jetzt komm hier runter, verdammt. Normalerweise ziehe ich den hier vorne immer so hin, aber da dort ja gerade so ein bisschen Sackgasse ist. Normalerweise habe ich auch einen Doppelsprung, mit dem ich über ihn rüberspringen kann. Aber so geht's ja auch, also. Gleich dreht er wieder. Wenn er immer so über einen schwebt, dann fängt er jeden Moment an zu drehen. Solltet ihr euch merken. Also ich mache jetzt gerade die einfache Variante mit dem Mini-Hai. Normalerweise ist das wirklich viel mit Bogen oder mit Schwert, einfach draufkloppen. Aber, ja. Ich mache ja jetzt einfach die Pussy-Variante. So schwer ist der Endgegner auch nicht, also. Ist einer der leichteren, muss ich dazu noch sagen. Ist ja auch noch auf Easy. Der Mode, es gibt ja noch Skeletron Prime. So, das war's. Hinterlässt 5 Gold. Und 8 Heiltränke, welche wir natürlich nicht mitnehmen können. Es sei denn, ich mach so. So. Huch. Waffe wechseln bitte. Vielen Dank. So, hier haben wir noch eine schwarze Linse. Schwarze Linsen. Damit können wir uns eine Sonnenbrille machen. Natürlich auch Accessoire-Item. Hier kann man Rechtsklick drauf machen und bekommt einen schwachen Heiltrank. Die Bücher möchte ich gerne mitnehmen. Aus dem einfachen Grund, weil ich es kann. Nein. Die brauchen wir später für ein Bücherregal, um uns eigene Zauber zu machen. Hier ist ein Mana-Trank, welchen wir nicht brauchen. In diesen Büchern können tatsächlich noch Zauber vorhanden sein, nämlich die Wasserkugel. Oder wie auch immer das Teil heißt. Diese ist für einen Anfangszauber ist die eigentlich nicht schlecht. So. Ich weiß nicht, wie viele wir genau brauchen.
Jedenfalls ist mir der Zombie gerade auf den Kopf gesprungen. Böser Zombie. So. Zack.